in der Koch Lounge, Koch Lounge in der Belvedere in diesem Sinne. Wir haben heute eingeladen Biene Kocht, die gemeinsam mit Herzbruch ein Liebeskummer-Menü kocht. Was ist Koch Lounge? Koch Lounge ist eine Mietküche, kein Restaurant. Wir sind eine Location mit Küchenausrüstung, sämtlichen Zubehör. Sie mieten die Location, Sie kochen, wir machen Abwasch, wir machen Reinigung, Sie lassen die Tür ins Schloss fallen und Ihre Party ist gelungen. Als Vorspeise kommt jetzt unser Lachs auf Avocado-Creme. Das heißt, wir haben dafür für die Avocado-Creme eine wirklich schon essreife Avocado. Das erkenne ich wieder woran? Erstens einmal ist es nicht mehr grün, sondern schon fast braun. Ja. Ziemlich dunkelbraun. Ist auch weicher schon. Und ist schon viel weicher. Ja. Und gut. Wenn man es dann aufschneidet, werden wir sehen, dass das Fruchtfleisch eben schon sehr, sehr weich ist. Gut. Die werden wir vermischen mit einem etwas Creme fraiche. Mhm. Dann Ingwer, eine kleine Schalottenzwiebel, ein bisschen Knoblauch. Ja. Oben drüber machen wir uns dann eine Wasabi-Creme. Dazu brauchen wir ein Ei, ein bisschen Öl und eben Wasabi. Mhm. Und dann haben wir noch den Lachs, den werden wir ein bisschen mit Ingwer und Koriander und Salz und Pfeffer würzen. Mhm. Und dann haben wir noch ein bisschen Chili. Chili-Fäden. Genau. Ja. Du Biene, warum nehmen wir Lachs? Lachs ist unter anderem eben auch ein Lebensmittel, in dem relativ viel Enzyme dann freigesetzt wird, wenn man den isst. Und unter anderem wird da eben Serotonin, also Tryptophan. Glückshormone, jawohl. Ebenso die Avocado, da wird ja eben sofort Serotonin eben freigesetzt im Körper, dass eben das klassische Glückshormon schlechthin ist. Ja. Und dann haben dann wir haben noch Senf. Ich glaube, da hast du dich schlau gemacht. Bei Senf heißt das, Senf ätherische Öle enthält, die negatives Denken stoppen sollen, kann man immer brauchen, aber auch natürlich besonders bei Liebeskummer. Dann haben wir Ingwer. Ingwer hat auch ätherische Öle, die auf der einen Seite vom Geruch her schon angstlösend wirken sollen und zum anderen, einfach wenn man sie isst, zu sich nimmt, von innen her wärmen, braucht man auch immer. Chili? Genau, da haben wir mehr oder weniger nachgelesen. Chili hilft erst wirklich dann, wenn es richtig tut. Und das werden wir heute nicht machen, aber das Deko ist auch sicher sehr nett heute. Warum es hilft, wenn es weh tut, ist einfach, weil das Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert wird und der Körper als Gegenreaktion Endorphine ausschüttet, die ein körpereigenes High erzeugen. Gut, wie tun wir weiter? Das heißt, wir werden jetzt einmal die Avocado in die Hälfte schneiden. Da ist ja ein Kern drin. Genau. Genau. Wie dafür, kommen, ja? Dafür braucht man an sich sonst einen starken Mann, weil da muss man. Kann ich den nicht einfach mit einem. Ah, ich hätte mit einem Löffel herausgenommen. Ja. So schaut aber spektakulär aus. Stimmt, aber wenn ich vielleicht gerade nicht bei der Sache bin, weil ich gerade irgendwie traurig bin, puh. Also gut, ich würde das mit einem Löffel machen, aber mit einem Messer geht die Variante natürlich auch. Was du kannst aber jetzt mit einem Löffel das Fruchtfleisch hinausholen. Ja. Und dann einfach gleich in eine Schüssel hineinsammeln. Ja. Gut, das mache ich dabei. Das geht wirklich sehr schön. Das stimmt. Und wie gesagt, dann wird das ganz leicht. Da ist noch dieser Stempel, genau. Mhm. Gut. Und ich nehme an, dass wir das dann auch wieder zu Püree verarbeiten. Ja, wobei ich glaube, dass wir da eigentlich nur eine Gabel haben. Eine Gabel und keinen Mixer. Ja. So weich wie das schon ist. Glaube ich, das eigentlich auch. Und sofort muss man Zitrone oder Limette dazugeben, weil sonst wird das Ganze braun. Gut. So, jetzt zergatsche ich mal diese Avocado hier. Genau. Du hast die Limette schon drüber gepresst. Genau. Salz, gut. Das ist doch recht viel Salz, also die Avocados schlucken auch erfahrungsgemäß ja, viel Gewürze nicht. Mhm. Mhm. Ich nehme ein bisschen Was war Creme das? Fraiche dazu. Creme fraiche, okay. Und dann werde ich mich noch ein bisschen Ingwer unterpressen. Ja, wie presst du den Ingwer? Was verwendest du dafür? Das ist eine Ingwerpresse. Du kannst die ganz normale Knoblauchpresse dafür nehmen. Wirklich? Ah, okay. Die wäre ich nicht gekommen. Ich raspele ja den Ingwer normalerweise, dass ich eine Knoblauchpresse verwende. Wäre mir nicht eingefallen. Ah, wir werden es nicht aussuchen. Super. Soll ich dir das einfach nur den Saft nennen? Achso. Okay. Einfach nur ein bisschen Saft. Mmh.
wenn man das oben Stückchen drinnen hat, so hast du den Geschmack, dann kann man jetzt den Saft nicht. Ja. Cool. Das sieht das bei der Reibe nämlich auch, dass dann irgendwie Für unsere Wasabi-Creme werde ich jetzt einmal ein Ei halten. Und zwar den Dotter von Eckler drinnen. Ja. Weil wir brauchen für diese, auf Mayonnaise-Basis eben nur den Eidotter. Gut. So, du darfst jetzt gleich rühren. Kommt da noch was dazu? Nachher das Öl ganz langsam. Wir haben jetzt das Öl in den Eidotter reingerührt. Genau. Und abgeschmeckt mit Wasabi. Das war jetzt ein Achtel Öl einmal auf einen Eidotter. Wenn man es ein bisschen fester haben will, dann kann man auch gerne Öl nachgießen. Man sieht eh dann an der Konsistenz, ob es dann schon so richtig ist. Wir haben jetzt ein schönes, dickes Stück. Zuerst muss man immer schauen, ob noch Gräten drinnen sind. Gegebenenfalls halt mit einer Grätenzange. Das spürt man, wenn man so drüber fährt. Wenn man so drüber fährt, gegen den Strich, wird man dann die einzelnen Gräten wirklich fest spüren. Ja. Und die zieht man dann so hinaus. Ja. Man kann zu Hause, wenn man natürlich sowas nicht hat, auch gerne seine Wimpernzange, Augenbrauenzange nehmen. Ja. Gut, und wir portionieren den Fisch jetzt. Das heißt, wir schneiden da in dieses eine Stück. Ist das egal, wie ich den Fisch schneide? Gibt es da so wie beim Fleisch die Überlegung mit der Faser gegen die Faser? Oder? Das ist auch so, du siehst, er geht so durch. Das ist jetzt eben das Stück, die und man schneidet ihn natürlich gegen diese Faser. Gut. Das heißt, wir werden uns jetzt da so. Du lässt die Haut. Genau, ich lasse die Haut dran. Du lässt die Haut dran. Und die werden wir jetzt knusprig dann braten. Und eben für die Vorspeise reicht so ein kleines Stück, weil sonst. Was wäre das in Gramm oder Decker ungefähr pro Kopf dann, dass ich da auch rechnen kann? 50 würde ich sagen, 50. Okay, gut. Wir werden jetzt uns eines einmal hernehmen. Ja. Damit die Haut auch extrem knusprig wird, ist ein Trick, man legt den Fisch mit der Hautseite noch in die kalte Pfanne und lasst ihn dann eben mit voller Hitze dann aber anputzen. Aber wie gesagt, in der kalten Pfanne, sodass er die Anfangshitze eben schon mitkriegt. Gut, machen wir das. Los geht's. Welches Öl hast du da jetzt verwendet für den Lachs? In dem Fall jetzt Maiskernöl, ein wieder geschmacksneutrales Öl. Ja. Also ich bin ja ein Fan von Sesamöl zum Beispiel. Warum hast du da jetzt nichts genommen, das zum Beispiel in die Richtung asiatisch schon einen zusätzlichen Einschlag gibt? Ja. Na, es ist so, dass natürlich zum Anbraten braucht man natürlich eine gescheite Hitze. Und das Sesamöl wird sich da alles zerstören, was jetzt für den Sesamöl gutes drinnen ist. Das verändert man eher nur für das Marinieren dann nachher, wenn man jetzt Geschmack geben will. Das heißt, du würdest Sesamöl auch gar nicht zum Anbraten verwenden? Nein, genauso ist es auch. Olivenöl ist jetzt nicht gerade das beste Öl zum Anbraten, wo es natürlich viel besseren Geschmack gibt. Ich mische manchmal das Olivenöl dann runter, aber so zum Anbraten ist es am besten, wenn ich manchmal da das Öl davor wirklich nutzen kann. Ich muss jetzt einmal ausprobieren, ich mache alle meine Boxsachen mit Sesamöl zum Beispiel. Mal mit geschmacksneutralen Öl ausprobieren. Woran erkennst du, ob das Lachsstück irgendwie bereit ist, um es umzubringen? Das spritzt ein bisschen, ja, so vorsichtig. Ne? Woran erkennst du, wann es Zeit ist, den Lachs umzudrehen? Also, du siehst jetzt unten, dass das schon eine. Das wird weiß. Eine weiße Färbung hat. Und damit ist es jetzt natürlich schon. Au! Ja? So weit, dass es eben anbreitet. Und wenn es dann der Hälfte ist, dreht es einmal um. Okay, also das heißt, es soll auch durchgebraten werden, dieses Stück. Das ist nicht die Idee, das ist innen. Es soll innen schon noch glasig sein, aber es soll jetzt nicht rot sein. Ja, gut. Wie weit das jetzt schon fortgeschritten ist, das ist jetzt schon irgendwie. Ja, das ist klar, aber es ist jetzt natürlich schon ein bisschen vor, aber es ist noch nicht genug. Ja. Das habe ich zu Hause als Spaghetti-Zange. Das kann man also auch für Fisch verwenden. Wirklich, jetzt. Die Notmacher sind natürlich ganz normal. Das reicht ja. Wirklich, sowas gibt es ja auch. Schau an. So, wir nehmen jetzt auch ein bisschen Öl zu. Bin ich während der Lachs jetzt bratet? Wir werden jetzt die Avocado-Creme noch kurz abschmecken. Das heißt, es kommt noch ganz ein bisschen Zwiebel dazu, klein geschnitten. Dann noch ein wenig Knoblauch. Du hast vorher gesagt, du nimmst Schalottenzwiebel. Was ist der Unterschied zwischen einer Schalottenzwiebel und einer normalen Zwiebel?
Die Schalottenzwiebel ist erst einmal wesentlich kleiner und zweitens nicht so scharf. Also wenn ich jetzt irgendwelche Dinge mache wie Rotweinschalotten, nehme ich eben Schalotten, weil das irgendwie vom Geschmack her wesentlich besser ist. Das heißt, es kommt jetzt noch ein kleines bisschen von beiden dazu. Dann haben wir dieses Avocado-Mousse. Avocado-Mousse, genau. Fertig. Genau. Vielleicht, wenn es dann ein bisschen kostet, es kann sein, dass wenn es jetzt durch die Säure ein bisschen zu sauer ist, dass man dann noch ein wenig Zucker dazugeben muss. Ja. Aber je nach Geschmack, wenn es mehr zu sauer mag, kann es gern so essen. Zum Kosten. Ich nehme immer gerne noch ein bisschen Zucker dazu. Und wir werden das Ganze jetzt anrichten. Womit fängst du dann an, wenn du. Jetzt, wir haben jetzt drei Sachen. Wir haben den Lachs, wir haben die Avocado-Creme und wir haben diese selbstgemachte Mayonnaise. Was tun wir als erstes? Der Boden wird jetzt einmal dieses Mousse. Ja. Wir können dazu so. Machst du wie Nockerl eigentlich? Genau. Ja. Das ist einfach wie Nockerl anrichten. Man kann es natürlich aufspritzen auch, aber so schaut es irgendwie auch so nicht aus. Ja. Das ist so. Mal einfach für jeden drei so Nockerl. Ja. So. Gut. Darauf werden wir jetzt den Lachs, den wir gebraten haben, anrichten. Ja. Das heißt, hier ist der Lachs, da ist deine zweckentfremdete Nudelzange. Ja. Ah, das setzt du dann so drauf. Ja. Gut. Und oben kommt jetzt noch unsere selbstgemachte Mayonnaise. Das machst du mit einem Spritzbeutel. Genau. Ja? Weil es einfach hübsch besser aus zum Platzieren ist, genau. Das Auge isst ja auch mit. Das heißt, wir achten da auf alles. Gut. Jetzt schauen. Je nachdem, wie man es. Ja. Ich muss ein bisschen mehr hineinfüllen. Ja. Weil du es sonst unten durch die Kanüle nicht durchbringst. Verstehe. Also ich kenne diese Spritzsäcke ja aus Stoff und mittlerweile aus Papier, weil die habe ich zu Hause, seit ich deine Kardinalschnitte nachgebacken habe. Jetzt haben wir da Plastikspritzsäcke auch noch. Was denn gibt da drin? Das ist super. Und darauf gehen wir jetzt ein bisschen von unserem Chili. Ah, das schaut ja schon super lecker aus. Das macht echt glücklich.